Hallo und herzlich willkommen hier. Ich habe hier. Hier. Dommage. Ja. Das Silo verdichten und das Hochschieben, das macht jetzt eine KI. Ah, Ton passt. Warte. Wir gucken uns weiter weg. Als sonst. Ja, das macht jetzt. Ja, eine KI. Sie näher anfällt. Und. Wir kriegen jetzt schön Berg, ne? Oh, oh. Gute Frau, mach nicht zu viel. Das ist überfällt hier. Ja, jedenfalls, so nach und nach füllt sie das gute Stück. Ich habe mittlerweile auch schon viele Wiesen gekauft. Hier wird aktuell gedüngt. Was für eine Pause? Ach, er ist leer. Er holt sich neu. Wir haben ja genug Ehrreste, ne? Ja, ansonsten die Wiese ist auch fertig und jetzt geht's rüber zur Feld Nummer 60 und die wird jetzt gemäht, ne? Auf Schwatt aufbereitet, ganz wichtig. Oh, das sind Heuballen. Ich hab nochmal den Burschen. Na. Ach, da steht noch was am Rand. So, ja. So. Hast du schon gekauft? Ist gar nicht. Ja, hab schon gekauft. Ja, dann sind die Wiesen bis auf die 40. Dann, bei der 40 würde ich das hier verbinden, dann könnte man das zusammen nutzen. Ja, theoretisch. Ansonsten haben wir keine Wiesen mehr zum Kaufen. Na gut, die kleinen, ne? Das war eher was für Heu. Also manuell. Ich muss mich gewöhnen, dass ich jetzt das Mikrofon rechts habe. Das ist offenbar, dass einigermaßen funktioniert. So. Das ist ganz wichtig, sonst haben wir das Problem wie in Thüringen, wo wir das nochmal wenden mussten. Und das muss ja nicht sein, ne? Zeit haben wir gar nicht. Beziehungsweise, ja, muss ich daneben, ne? Jetzt haben wir ja April, Tag 3. Das bedeutet, dass wir vor Mai haben, ne? So. Ja, auf 10 Meter. Ja, draußen ist heiß, ne? 35 Grad sind bei mir aktuell. Kann auch ein bisschen täuschen, da die Sonne direkt dahin scheint. Das sieht gut aus. So. Den Kurs kopieren wir später. Auch Schwatt. Jo. Hier scheint ein Trag ganz gut zu sein. Das brauchen wir auch. Und ich hatte eigentlich einen hergeschickt. Wird mal kommen, ne? So. Jetzt brauche ich einen Plan. Haben wir keinen. Der fällt jetzt auf Feld 48. Das ist okay. Jetzt kommt das schon zurück. 61. Bis 60 fahren. Wenn die Wiesen nicht reichen, müssen wir sowieso umstellen auf
auf, dass wir einige Felder als Wiese nutzen werden, dürfen, können, müssen. Der kommt von der 47. Das passt. Dann läuft die Grasernte. Erstmal. Milch haben wir keine. Wasser muss noch nicht fahren, das ist nicht notwendig bei der Geschwindigkeit. BGH-Versorgung. Ich hab nicht mehr viel. Schweine füttern. Das muss im Mai gemacht werden. Ich muss mal gucken, ob die Schweine die praktisch bald zum Schlachtruck gebracht werden können. War die Läufer, die noch halbwüchsigen hier, die sollen ja an sich zum, oh dicke Eier, nicht kastriert worden, Junge. Noch mehr Eier hier, ja auch, also Zuchtschweine ja, aber zwei alle Schweine zum Schlachten werden kastriert. Gleich als Kalb, als Ferkel. So, gucken, ob die Kühe alles perfekt ist. Die genug Stroh haben, Einstreu. Morgen geht's ja los. Ja, Stroh. Mineralfutter ist noch genug da, Stroh an sich auch, Silage, Futter an sich ist gefüllt, passt. Nachwuchs und Nachwuchs in 5 Monaten, also April, also Mai, Juni, Juli, August, September, ja. Was sagen die Schweine, infomäßig? Ist das nicht viel da? 2 Monate. Dann muss ich im Mai die Läufe wegbringen. Die werden nicht drin sein. Ich muss die Sauenzahl reduzieren. Wie ich dazu sehe. Das ist nicht so. Hier mit 311. Hier haben wir 372 wieder, da habe ich gekauft. Fehler, Bug. Wäre blockiert. Hoi. Straßen anstellen, später mal mitnehmen. So. Ja, da muss die Wiese gemacht werden und die nächste. Da muss gepflügt werden. Macht keinen Mist. Aber die nicht. Nicht. 27 Tonnen pro Hektar, das ist gut. Ist ja lange nicht lange auch nicht gemäht worden, ne? Vor einem Jahr. Sonnenblumen stehen gut. Und 86%. Hab ich Pflügen vergessen. Muss ich nächstes Mal machen. Nächstes Mal geht es Pflügen los. So.
gut, solange die sich nicht stören, ne? Oh ja, dann weil sie tun. Das ist auch Feld Nummer 48, glaube ich. Das ist. Er muss hier warten. Ja, logisch, ne? So. Striegel war nix. 47 war aber da, ich glaube schon. Ich will zum Bäume pflanzen. Also hier Fahrzeuge gibt es doch gar nicht. Den Kurs kopieren wir gleich. Streng. Also ich bin mir daran gewöhnt, dass ich hier jetzt mal links mein Cappuccino habe. Mit links trinken. Auf der rechten Seite ist ja der Arm von dem Mikrofonhalterung. Das macht sich gar nicht gut. Da ist die Gefahr, dass ich mir gegenstoße. Recht groß. Wenn ich die Karte so sehe, hätte ich mal vor, alles komplett mulchen sollen. Wir haben ja zum Beispiel, was ich so gesehen habe, zwischen den Bäumen was gemäht, was auch reell nicht gehen würde, weil durch die Verschattung würde das Gras kaum wachsen. Der Ertrag würde sich nicht lohnen. Das ist halt so. Das gleiche ist, wenn jemand Solarzellen auf dem Feld hat, auch übers Dach, und damit kommt auch kein Licht unten an. Die Photosynthese klappt dann nicht, wenn man Zimmerpflanzen hat, die viel Sonne brauchen. Dann wartet nichts, wenn du eine schattige Wohnung hast, ne? Das ist leider so. Eine sonnenhungrige Pflanze kannst du nicht mit Schatten begnügen. Das wartet nichts. Wow. Guck mal neu, Nachschub. Ja, ein paar Meter sind noch. Muss ja nicht alles im einen Tag gemacht werden, ne? Wo sind die jetzt da? Mit 100 Stück kommt man aber ein Stückchen voran, ne? Geht ja ganz gut. Und noch können wir durchfahren. Bin sehr gespannt, aber gleich im zweiten Pflanz dahinter. Wenn es passieren soll, passiert das nicht. Allgemein. Hier hat es nicht passiert. Ganz gut so. Das ist bei den Fällen nur schwierig. Aber ist auch egal, ne? Einer macht Probleme, steht. Mit Gas. Oder weil er angekommen ist und wartet, kann auch sein. Das kann der eine sein, der da hinten steht und noch nicht arbeiten kann, oder noch gemäht wird.
Doch haben wir genug Holz da. Ein Sägewerk. Produktion müssen aber laufen. Denn die verdienen das Geld. Ne? Und das Säge habe ich eine lange Zeit vernachlässigt. Mich auch links beschränkt auf Leerpaletten. Weil die so wichtig waren, ne? Gas. Das hier einige stehen lassen, ne? Ja, können wir nächstes Mal anschließen und in die andere Richtung fahren, wenn es weit ist. Aber so etliches an Holz, ne? Die 2 Jahre wachsen. Das kann noch lange dauern. Wenn man ja 3, dann muss ja 5. Oh je. Ich habe nichts. Nur mal einen zweiten Radar anmachen hier. Luftbewegung machen wir. Außerhalb. Ja, das ist eintönig, ne? Da hat immer so eine KI machen lassen, ne? Und die Reihe machen wir noch durch und dann geht es dann nächste Arbeit. Keine Ahnung, da sind 2 Ausrufezeichen. Und da wird man bald Geld verdienen. Das ist heute Nacht die rechten Zahlen. Und dann denken, wir haben 4 Helfer aktuell. Oh, mehr. Wasserfahrer. Gülle, Gärreste, etliches. Das ist frei, im Rechner oder so. Hat sich einer am Weg gestellt. Deswegen ist ganz gut, wenn wir so ein Ding gleich bei haben, ne? Ich glaube, müssen wir nicht extra fahren. So. Ja, es ist zu licht und ungünstig, ne? Aber so im Großen und Ganzen sieht er gut aus, ne? Kann man ja abdrehen lassen, ne? Ich könnte ja mal ein paar alte Hühner verkaufen. Zum Schlachthof bringen. Den Viehtransporter, weil ich ja wohl stehen habe. Lange nicht mehr gefahren. Und der LKW, wo ist der? Der Transporter ist da. LKW, wo ist der LKW? Gute Frage. Nicht offenbar.
Könnt ihr auch Gülle fahren mit dem anderen Gerät noch zum Dings da? Lecker ist nicht hier. Wir haben noch was erkauft, ne? Der war. Ei, ei, ei. Der ist es nicht. Wir haben noch einen anderen LKW gehabt, ne? So ein Holland. Volvo. Ah, da ist er doch. Ups. Wir hatten ja die Bäume hergebracht, die Luftlinge. Ah, Lenker geht wieder. Ich hatte gestern die Einstellung mal so gemacht, in Ballongetech direkt mal eingeklickt, die Kästchen. Das war ja eine Katastrophe. Das fährt sich nicht, wenn man da komplett so leicht geht, ne? Ich habe überlegt gehabt, Mensch, wenn das Geld reicht und mir kann noch was verdienen, dann können wir für GPS ein schönes großes Feld, ja, kaufen. Das wäre doch was, nicht? Wenn was drauf ist. Ja. Gut, hat sich erledigt. Hier ist nur Unkraut. Er hat nichts gemacht, der Bursche. Ja, genau richtig, weiß. Aber nicht bezahlbar. Die wollen wir eine andere Fläche nehmen. Die wir als GPS nehmen und nutzen können. Ist das hier? Rocken? Ne, Rocken ist das nicht. Tabak wollen wir nicht haben. Was haben wir hier? Rocken. Das wäre so eine Fläche, die man nutzen könnte, ne? Wann werden die reich sein? Rocken. Juni. Juni wird er reif? Dann könnten wir im Mai das zukaufen und dann ernten. Das wäre eine Option. LKW, wo ist LKW wieder? Machen wir unsere Möhren. pH-Wert ist schlecht. Oh. Dann brauche ich einen freien Traktor. Ich muss kalken. Den hätten wir nehmen können. Den müssen wir ja noch einmal. Wir wollen jetzt einkopieren. Na gut, will wieder nicht. Ich hab's nicht kopiert, okay. Dann geht's auch nicht. Den könnte man nehmen. Den auch. Ist ja nur ein kleines Feld, ne? Solange kein Wachstum durch ist, kann man es tun. Total. So.
ein Fleckchen für eine Route hinstellen kann. Auch nicht in die verkehrte Richtung, ne? Etwas frei sein. Ah, schön. Bleiben wir zwischen, ne? Halt mal das Öl. Ist ja an sich mehr getan. Gucken, wo unser Kalbsteuer geblieben ist, ne? Hab ich vorher nicht gesehen. Ist denn der Scheiße? Da ist Düngersteuer, glaube ich. Dünger hätten wir, aber warum Kalk? Da wir auch so einen Traktor übernehmen könnten zur Not. Da vielleicht? Das. Ups. Deckel hier auf. Wartet. Weil die Traktor noch Steuerung und Tür auf meinem Bett geht. Doppellicht. So. Auf 38. Wir haben nur ein Feld Karotten, das ist ja ganz wichtig, ne? Unsere Schweine. Und nicht ganz so dramatisch wäre. Die Fabrik muss ja eigentlich bedient werden. Oh. Ich sehe, die Zeit rennt. Ich muss immer warm werden meistens, immer so mal reinfinden. Was hast du gestern gemacht? Was kommt denn nun alles, ne? Ne. Zwar gewaschen, frisch rasiert, Haut juckt. Unrasiert Mais. Top. So, mal gucken, wo der fahren muss jetzt. Das weiß ich nicht. Ah. So geht's dann. Und ich glaube, das soll schon vor der gewesen sein. So, probieren wir noch einen Platz weg. Sag mal, bitte auch, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.